woher diese Flächen kommen. Hier gehe ich dann so bei, dass ich sage, na und, ich setze ganz einfach ein, ich muss keine Regiestriche, nichts verwenden, da ja ARE als gesuchte Größe schon frei steht, ne, da steht nichts weiter dabei. Und ich kann dann sagen, Grundseite sind 4,5 Meter mal Höhe, das ersetze ich durch 3 Meter. Ich schreibe einfach die Formel ab, das ist mein Mal hier, ne, das übliche Mal. So, jetzt kann ich dann fertig rechnen und sage, gut, 4,5 mal 3, dann sage ich einfach 45 mal 3. 40 mal 3 ist 120 und 5 mal 3 ist 15, also 135. Achtung, eine Kommastelle gesetzt, denn hier habe ich eine Kommastelle, hier ist keine. Und Meter mal Meter fasse ich zusammen als Meter zum Quadrat. Fertig. So einfach kann man das anwenden. Nächste, muss ich kurz Pause machen oder kann ich weitermachen? Gut, okay, weiter. Nächstes Beispiel. Es ist Folgendes gegeben, und zwar ein rechtwinkliges Dreieck. Gut, ich mache mir schon mal eine ganz schnelle Skizze, rechten Winkel. Ja, nach meinem Vorbild, dem Professor Lovischach, könnte man auch einen rechten Winkel so malen. Ich finde das sogar sehr praktisch. Und damit hätte ich ein rechtwinkliges Dreieck schon mal skizziert. Und zwar gegeben sind folgende Seiten. Die Seite C, das ist immer im Allgemeinen die längste, die liegt auch dem rechtwinkligen im rechtwinkligen Dreieck dem rechten Winkel gegenüber. Ich könnte das auch so gemalt haben. Die Seite C soll 5 cm betragen. Die Seite A und die Seite B sind nicht gegeben. Aber es ist etwas anderes gegeben, und zwar die Höhe dieses Rechtecks, dieses Dreiecks, rechtwinkligen Dreiecks wollte ich sagen. Und die Höhe lassen wir mal 4 cm sein, der Einfachheit halber. Dann habe ich hiermit schon alles, was gegeben ist. Und jetzt bin ich am, ja, gesucht ist wieder mal die Fläche A eines Dreiecks. Da kann man auch so ein Symbol hinmalen als Index, ne? A eines Dreiecks. Die Lösung, jetzt nehmen wir mal an, ich hätte kein Tafelwerk und keine andere Formelsammlung zur Hilfe. Dann kann ich an die Lösung wie folgt dran gehen. Ich mache mir wieder eine Skizze. Ich habe ein rechtwinkliges Dreieck. Und wenn ich dieses rechtwinklige Dreieck mal hier ganz einfach nochmal so ranklebe, auf eine andere Art, dann habe ich letzten Endes nichts weiter als ein Rechteck. Ja, jetzt habe ich aber ein Problemchen. Ich kann also sagen, wenn ich die und die Seiten wüsste, aber ich weiß die nicht, sondern ich weiß, hier, H. H liegt hier, beziehungsweise herausgezogen liegt H hier. Was mache ich jetzt? Trotzdem hilft mir dieser Ansatz. Ich kann sagen, Moment, Moment, Moment. Wenn ich das so weiß, dann kann ich doch folgendes schlussfolgern. Ein Dreieck ist gleich der Hälfte eines Vierecks. Geht das? Kann man das so machen? Also ist meine Schlussfolgerung, A-Dreieck ist gleich eine halbe Fläche eines Rechtecks. Und jetzt bin ich gefragt, wie komme ich jetzt auf die Höhe? Und das ist dann, naja, ach, jetzt ärgert mich das ein bisschen, weil ich die Aufgabe ein bisschen komplizierter gestellt habe. Ihr könnt das noch nicht wissen. Aber man kann natürlich sich noch weiter ranarbeiten. Was ist denn das hier, wenn ich die Höhe da drin mal nehme? Was ist denn das für ein Rechteck, Dreieck? Das ist doch wieder ein rechtwinkliges, richtig? Das Rote. Und von dem Roten weiß ich auch einiges. Und jetzt gibt es den sogenannten Satz des Pythagoras, beziehungsweise Höhensatz und so weiter und so fort. Und mit dem kann man sich dann in der 8. Klasse beschäftigen. In unserem Fall sind wir jetzt mal angeschmiert. Das heißt, wir können jetzt in der 7. jetzt noch nicht damit umgehen. Aber das kann man dann in der 8. wunderbar errechnen. Das ist dann überhaupt kein Problem. Bringe ich euch noch bei. Wir müssen jetzt einfach mal ganz schnell diese Überlegung hier, die lasse ich mal stehen für die größeren Klassen und für euch für später. Und wir sagen einfach mal, also später, die Überlegung ist grundsätzlich nicht falsch, die hilft auch, aber die hilft uns nicht bei der blöden Höhe, die ich hier angegeben habe, sondern später, also 8. Klasse, da geht's weiter. Wir müssten jetzt einfach nachschauen und sagen, na und? Wir gucken jetzt doch irgendwo nach und fragen vielleicht Bekannte oder sonst was. Und wir ermitteln Folgendes. Und da kommt A eines Dreiecks ist gleich
Grundseite mal Höhe und das alles aber durch 2 geteilt. Das durch 2 kommt, weil es ja ein halbes Rechteck ist. Und jetzt kann ich wieder einsetzen, der Rest ist leicht. A eines Dreiecks, Grundseite hatten wir gesagt 5 cm mal 4 cm ist die Höhe, das alles durch 2. Hier kann ich kürzen, denn hier oben habe ich ein Produkt, keine Summe. Also bin ich schon nahezu fertig, es bleiben 5 und 2 übrig und die Zentimeter und Zentimeter bleiben auch übrig. Also ohne dass ich weiter nachdenken muss, 5 mal 2 ist 10 und Zentimeter mal Zentimeter ist Quadratzentimeter. So ginge das weiter. Wir werden uns auch mit anderen Größen beschäftigen, das heißt also auch mit Quadraten, mit Rechtecken, mit Parallelogrammen. Nehmen wir nochmal, oh, jetzt habe ich daneben gemalt. Nehmen wir noch ein Beispiel D von einem Parallelogramm. Gegeben ist ein Parallelogramm. Parallelogramm, dann kann ich sofort loslegen. Parallelogramm hat hier entsprechende Seiten, die zueinander parallel sind. Hier gibt es keine rechten Winkel drin. Und ein Parallelogramm könnte ich mir vorstellen wie einen Kartenstapel von der Seite. Also bloß nochmal zum Zusammenhang. Wenn ich hier eine gewisse Höhe habe, ne, die steht wieder senkrecht, die Höhe eines Stapels, dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn das ein Kartenstapel ist, den ich bloß zur Seite schiebe, ein Kartenstapel, den ich bloß praktisch ein bisschen schief mache, dann hat er ja trotzdem die gleiche Höhe und die Grundseite des Kartenstapels bleibt gleich. Also das und das muss die gleiche Fläche haben. Wohlgemerkt, der Kartenstapel von der Seite als Rechteck gesehen, wird ja bekanntermaßen Grundseite mal Höhe, wie wir es oben schon hatten, berechnet. Und hier kann ich sagen, das ist nicht schlimm, ich habe den Kartenstapel oder Bücherstapel, wie ich es vorhin auch gezeigt habe, bloß ein bisschen verschoben. Es bleibt von der Seite die gleiche Fläche. Jetzt ist es leicht, jetzt braucht ich bloß wieder einzusetzen und könnte ausrechnen. Ich mache es nochmal umgekehrt, wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Fläche, die kann ich hier durchaus reinschreiben, nehmen wir irgendein Beispiel, 30 Quadratzentimeter beträgt. Oh, na, Quadrat gesagt, ein Kubik geschrieben. 30 Quadratzentimeter beträgt und die Grundseite sei, na, machen wir es mal nicht so spannend, sei 300 Millimeter. Dann kommt jetzt die typische Geschichte. Gefragt ist, wie hoch ist der Stapel? Die Lösung ist wieder wie üblich, Tippeltappeltour. Ich weiß es schon, ich sage 30 Quadratzentimeter ist gleich Grundseite mal Höhe. Ne? A ist G mal H, A ist G mal H, so wie oben. Grundseite schreibe ich 300 Millimeter mal H. H suche ich. Jetzt habe ich aber noch ein Problem. Ich habe hier Millimeter dabei. Ich muss also umwandeln, denn wenn ich hier irgendwie versuche zu kürzen, das mache ich mal gleich. Wenn ich hier versuche zu kürzen, weil ich ja durch diese Grundseite teilen muss, durch die 300 mm, dann wäre ich schlecht beraten. Also, das kann man wie beim Kürzen auch machen. Man sagt, okay, das streiche ich durch und mache da 30 cm draus. 300 mm sind Tausendstel Meter zu Hundertstel Meter, Umrechnung 1 zu 10. So, und jetzt einfach durch 30 cm teilen und siehe da, 30 Quadratzentimeter geteilt durch 30 cm ist gleich H. Wenn ich weiß, dass, so wie wir es eben gemacht haben, hier oben, Zentimeter mal Zentimeter sind Quadratzentimeter, dann kann ich es auch rückwärts umwandeln, ne? Quadratzentimeter. Dann kann ich das auch rückwärts umwandeln und könnte sagen, wenn mir das zu Anfang noch zu schwierig ist, 30 Zentimeter mal Zentimeter, statt dass ich Quadratzentimeter schreibe. Und hier unten schreibe ich meine einfachen 30 Zentimeter hin. Das soll H sein. Und jetzt bin ich in der Lage, wieder zu kürzen durch Zentimeter. Hier bleiben Einsen übrig. Und 30 und 30 kann ich auch gegeneinander kürzen. Das geht wunderbar. Also muss das sein. Was bleibt übrig? Und jetzt kann ich nicht einfach sagen, mir sind die Einsen komplett egal. Hier ist eine 1. Hier ist eine, hier, hier und ein Zentimeter ist übrig. Jetzt muss ich sagen, 1 mal 1 ist 1 Zentimeter, also 1 Zentimeter ist die Höhe. Durch 1 bleibt so, ne? Und dann habe ich die Aufgabe auf diese Art fertig. Ich mache kurz Pause. Ja, ich habe 20:14 Uhr gesagt, wir machen natürlich so spät abends den Unterricht, nicht, dass das irgendjemand auf der Welt denkt. Es haben schon Leute aus
Argentinien, Brasilien, Ecuador, aus Serbien, aus Russland und Thailand und sonst was diese Videos angeschaut, die würden sich dann wundern, das stimmt. Gut, um das hinzubekommen, möchte ich nochmal auf folgenden Umstand verweisen. Und zwar jetzt nicht die Beispiele, sondern ganz einfach nochmal zum Gesamtverständnis für alle, die das nicht mehr wissen. Wenn ich meine Vierecke, um die es im Allgemeinen geht, und zum Schluss komme ich zum Dreieck, wie folgt darstelle. Wenn ich also sage, ich habe hier Quadrate, Rechtecke, Parallelogramme und das fast ganz schiefe Gerät, das könnte sowas sein, in diesem Fall ein Trapez, dann kann ich letzten Endes alles mit der gleichen Formel erledigen. Ich hatte es schon dargestellt. Hier unten, ich könnte sagen a mal a, ja, aber ich kann hier trotz alledem Folgendes sagen, und zwar zu der am Grunde liegenden Seite sage ich grundsätzlich Grundseite, zu der Höhe, die ja hier überall senkrecht drin steht, sage ich trotzdem Höhe. Aber zu den Seiten des Rechtecks, was ja rechtwinklig ist, auch hier das Quadrat ist rechtwinklig, kann ich auch hier Höhe sagen. Auch hier ist die Höhe. Die steht trotzdem, oder gerade weil sie senkrecht eben als Seite schon dasteht, entspricht es der Höhe. Also kann ich folgende Berechnung verwenden. Ich hatte gesagt, hier rechnen wir beim Trapez, rechnen wir die Fläche, ist gleich, das ist hier die Deckseite. Grundseite plus Deckseite, siehe Beispiel oben, geteilt durch 2, das ist der Durchschnitt zwischen den beiden Seiten, die zueinander parallel sind, und das mal h. Und das gleiche könnte ich hier auch anwenden, aber hier mache ich es einfacher, also für diesen Teil von hier bis hier ist es einfacher, ich sage a ist g mal h, das reicht. Die Formel, die ließe sich auch mit, wie gesagt, ich könnte auch mit der relativ schwierig anmutenden Formel arbeiten. Da aber Grundseite und Deckseite jeweils gleich sind, muss ich mir dieses nicht antun. Und auch hier könnte ich noch einfacher rechnen, das Grundseite mal Grundseite oder Höhe mal Höhe, da die ja alle gleich sind. Das wäre also nicht das Problem. Das bloß nochmal dazu. Ich bin soweit am Ende der ganzen Geschichte. Moment, erstmal mal Fragepause. So, die Zusammenfassung. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Und gleichzeitig, wie übt man solche Aufgaben zu lösen? Ich mache jetzt mal mit Rot, mache ich mal Pausenmarker. Also wenn man sich dieses Video anschaut und das auch soweit verstanden hat, dann nützt das nur die Hälfte, das nützt eigentlich gar nicht. Wenn man sich dann sagt, ja, das habe ich verstanden und morgen der Test, das ist ganz leicht, das mache ich mit links. Sondern man sollte alles nochmal nachrechnen. Das heißt also, wenn ich sage, was ist gegeben? Gegeben ist dies und das, ich habe hier eine Skizze gemacht und so weiter und so fort. Dann mache ich an dieser Stelle hier, mache ich hier erstmal kurz eine Pause. Halte das Video an, Pause-Taste drücken, ne? Halte das Video an und sage, gut, jetzt ist da Schluss. Guck weg vom Bildschirm und male mir diese Figur nochmal auf. Wenn mir das noch nicht ganz klar war, dann mache ich auch hier danach nochmal eine Pause an der Stelle und male das nochmals auf. Wenn ich die Formel abgeschrieben habe, da brauche ich keine Pause, aber wenn ich die Formel abgeschrieben habe, genau hiernach mache ich eine Pause und gucke mir dann, weil ich ja alles andere schon auf meinem extra Blatt stehen habe, an, welche Größen ich einsetzen muss. Wenn ich das richtig getan habe und richtig gerechnet habe, dann kann ich hier wieder die Pause-Taste drücken und sagen, stopp, jetzt gucke ich mal nach, habe ich das gleiche raus. Ach Mensch, ich habe durch 2 vergessen oder was der Deibel was passiert ist. Irgendwas passiert immer. Vergleiche das praktisch und sage, jawohl, habe ich. Genauso nach dem gegebenen Größen Pause-Taste. Nach, meinetwegen nach gesucht, das reicht. Formel rausschreiben und ab hier Pause-Taste. Jetzt selber einsetzen und hier an der Stelle eventuell Pause-Taste, wenn ich mich nicht daran erinnere. Und so geht das die ganze Zeit fort. Also hier immer an entsprechenden Schritten eine Pause-Taste machen, selber rechnen macht schlau. Und wenn ich das dann habe, zum Schluss nochmal eine Pause, meine Aufgabe überprüfen, habe ich alles so geschrieben. Habe ich es genau so geschrieben, alles andere wäre nicht gut. Und fertig. Auch hier gibt es eigentlich keine Besonderheiten, wobei ich das hier nicht unbedingt brauche. Das war nur eine kurze Erklärung nochmal, wie sich eine Fläche zusammensetzt.
hier die gleiche Vorgehensweise, bis auf, wenn ich diese Formel nicht habe. Also das für später, okay, das nehme ich als Erklärung hin, mache an dieser Stelle wieder eine Pause, setze meine gegebenen Größen ein, ne, 5 cm, 4 cm habe ich gegeben, setze die ein, rechne und wenn ich dann fertig bin, sage ich Pause. Wie komme ich auf diese Quadratmeter und Quadratzentimeter und so weiter? Geht genauso, kann man sich immer nachvollziehen. Auch dieses Beispiel hier, nachdem ich die Skizzen gemacht habe, die Formel rausgeschrieben habe, Pause-Taste, dann selber einsetzen, ausrechnen, Pause-Taste und so weiter. Das hier dient nochmal der Erklärung. Ich könnte Folgendes machen. Ich könnte mir die Figuren, so wie ich es gemacht habe, hinmalen, diese Formel schnappen, diese hier, und versuchen rauszukriegen, warum ist die gleich der. Das ist also nochmal eine Frage, die man selber sich stellen kann. Bloß nochmal ein Tipp dazu. Ich mache es mal in hellerem Blau. Hier oben liegt die Deckseite. Und wenn man darüber nachdenkt, wie groß die Deckseite bei diesen drei Figuren ist, dann kann man das durchaus mit der Formel hier drüben verbinden. Ich bin am Ende und mache nochmal kurz Pause, falls Nachfragen sind.